Wir begrüßen Sie ganz herzlich zum heutigen Webinar von Mengen und Kosten, Archicad und Bexel Manager. Mein Name ist Holger Kreinbrink, ich bin Director of Customer Success und ich habe noch mitgebracht Benze Sobor, Amela Mimic und Ivana Janjic. Vielleicht stellt ihr euch auch mal kurz einmal vor. Hallo, guten Morgen, mein Name ist Benze Sober. Ich bin BIM Consultant bei Graphisoft Deutschland und meine Zuständigkeit ist die IFC-Schnittstelle und die Vorlagendateien. Okay, guten Tag. Mein Name ist Amela Mimic. Ich arbeite als BIM-Managerin bei Bexel Consulting und arbeite an BIM-Projekten in verschiedenen BIM-Phasen. Guten Morgen, mein Name ist Ivana Janis und ich arbeite für Bexel Consulting an der Lokalisierung in Deutschland. Wir zeigen Ihnen heute den Workflow zwischen Archicad und Bexel und das beginnt natürlich mit einem guten Modell und wie dieses Modell aufgebaut werden muss, worauf Sie achten müssen, damit es vernünftig weiter bearbeitet werden kann, das zeigt uns jetzt der Benze. Erstmal möchte ich Ihnen ein bisschen darüber erzählen, wie dieses Modell oder Projekt entstanden ist. Vor 3 Jahren haben wir schon mal eine Webinarreihe gemacht, wo wir bewiesen haben, dass man aus einem Archicad-Modell beziehungsweise durch eine IFC-Modell in verschiedenen Programmen richtig auswerten kann und mit den Modellen arbeiten kann. Aber wie wir dazu gekommen sind, erstmal haben wir Kundenprojekte genommen, die gut modelliert waren und diese wollten wir auswerten, beziehungsweise auswerten lassen. Und das hat nicht richtig funktioniert, weil wir bemerkt haben, es kann gut aussehen, aber das bedeutet nicht, dass es auch gut auswertbar ist. Und über diesen Projekt dann, was wir dann gemacht haben, haben Sie hier, wo Sie ein bisschen nachlesen können. Aber durch diesen Projekt haben wir bemerkt, dass wir eine Modellierungsrichtlinie brauchen, weil, wie gesagt, gut aussehen bedeutet nicht immer, dass wir auch oder der andere Software auch immer gut auswerten kann und mit dem arbeiten kann. Deswegen haben wir eine Modellierungsrichtlinie, das jetzt schon seit mehreren Jahren und die aktuelle Version ist für Archicad 25. Das sehen Sie jetzt auf meinem Bildschirm. Und hier beschreiben wir erstmal, wofür das ist, in bisschen welcher Tiefe sollte man modellieren und das erste Punkt, wie verorte ich mein Modell überhaupt, wenn ich zusammenarbeiten möchte und dann verschiedene Modelle ich zusammenfügen will. Dann, wie sollen die Geschosse aufgebaut werden, welche Elemente können zu welchem Geschoss gehören. Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten auch, die beschreiben wir auch. Dann kommen die Räume, wie man die Räume erstellt und dann verschiedene Detailpunkte. Und wenn Sie hier anschauen, zum Beispiel hier diesen Punkt, das könnte man in Archicad auch einfacher modellieren. Zum Beispiel diese Punkt 02 nicht als einzelne Element modellieren. Aber um es richtig auszuwerten zu können, deswegen ist das die richtige Modellierung dafür. Und hier beschreiben wir die Punkte, verschiedene Punkte, wie man auch ein bodentiefes Fenster modellieren soll und so weiter. Und ich zeige Ihnen hier weiter einen Punkt noch. Hier dieses Auskragung mit der Außenwand. Hier ist auch genau dieser Punkt mit der 02, wo wir etwas modellieren als einzelnes Element oder auch diese Dämmung unter der Decke. Und diese Modellierung sollte man benutzen, wenn man auch richtig auswerten möchte und richtig sein Modell ausbauen möchte. Wir haben letztendlich ein eigenes Modell aufgebaut, nicht die Kundenprojekte. Und da sehen Sie hier, das ist ein Demo-Projekt von Graphisoft, was Sie auch von unserer Internetseite herunterladen können. Bei diesem Demo-Projekt haben wir genau diese Punkte auch genutzt, was wir in der Modellierungsrichtlinie haben, wie man etwas aufbauen soll. Und wenn Sie anschauen, hier, das ist ein getrenntes Element, das ist hier auch ein getrenntes Element, wie es modelliert ist. Und die Wände sind zum Beispiel auf der Rohbau, die stehen auf der Rohbau und so werden sie nach oben modelliert. Das können Sie alles nachschauen. Das ist unser
Modell, wo wir vor 3 Jahren unsere Auswertungen gemacht haben. Da haben wir Nettowerte für die einzelnen Schichten genutzt, weil hier diese Wand, das ist auch ein mehrschichtiges Bauteil. Das hat man im Schnitt gesehen. Das kann ich nochmal zeigen. Das ist hier ein mehrschichtiges Bauteil. Und für die einzelnen Schichten konnten wir vor 3 Jahren Nettomengen auswerten. Jetzt in ArchiCAD 25 und auch deswegen machen wir wieder unsere Webinarreihe und jetzt auch mit Wechsel zusammen, weil wir nicht nur einzelne Schichten als Nettowerte auswerten können, sondern wir können durch unsere Berechnungsregeln, was wir in ArchiCAD 25 haben, auch Brutto, Netto und konditionale Werte auswerten. Was bedeutet das? Ich kann hier einen Wert hinterlegen für den Oberflächenbereich. Das heißt, wie viel Quadratmeter was ist. Das würde ich auswerten und ich kann hinterlegen, dass über 2,5 Quadratmeter Öffnungen in den verschiedenen Baustoffklassifizierungen oder in den verschiedenen Baustoffen, wenn man vereinfacht, über diese Wert 2,5 Quadratmeter die Öffnungen abgezogen werden sollen und unter 2,5 Quadratmeter sollen sie nicht abgezogen werden. Das heißt, diese Öffnungen werden übermessen. Woher kommt das? Das kommt aus der VOB in Deutschland, weil in der VOB ist es geregelt, dass über eine Öffnungsgröße soll was abgezogen werden, unter diesen Wert soll übermessen werden. Das gilt auch für Flächenberechnung und auch für Volumenberechnung. Und das können wir hier einstellen. Für die deutsche Version heißt es im Grunde VOB, für die österreichische Version bedeutet es Werkvertragsnorm. Und wenn wir so eine Liste anschauen, hier eine beispielhafte Liste, hier sehen Sie schon, da sind die Stahlbetondecken, Stahlbetonbaustoff wird ausgewertet und wir haben einen Nettowert für 487 Quadratmeter, einen Bruttowert 501, das bedeutet Bruttowert, gar keine Öffnungen werden abgezogen und wir haben einen konditionalen Wert, Oberflächenbereich nach Berechnungsregel, VOB in dem Fall, mit 491. Das heißt, wir haben unterschiedliche Werte und mit diesen unterschiedlichen Werten können wir arbeiten. Wenn Sie ein Modell aus ArchiCAD 24 oder vorher migrieren in ArchiCAD 25, dann müssen Sie die Migration auf ArchiCAD 25 erstellen oder machen. Und hier beschreiben wir auch genau, wie Sie diese Berechnungsregeln für Ihr Projekt einstellen sollen. Weil diese Berechnungsregeln, diese Werte, was hinterlegt ist, das ist nur in der Vorlagendatei drin. Aber wenn Sie ein Projekt migrieren, dann müssen Sie es selbst erstellen. Und in diesem Beitrag ist es auch drin für die deutsche Version hier beschrieben, für welche Baustoffklassifizierungen, was Sie einstellen sollen. Und dasselbe auch für die österreichische Version. Und hier ist auch beschrieben, wie Sie mit IFC-Übersetzern umgehen sollen, wie Sie die neue Übersetzer in das Projekt reinholen können. Wir sind beim IFC-Übersetzer. Warum? Weil wir diese Werte, was ich Ihnen gezeigt habe vorhin, nicht nur in ArchiCAD haben können, sondern wir können diese Werte auch durch einen IFC-Übersetzer auch exportieren können. Wir haben mit Wechsel auch einen IFC-Übersetzer abgestimmt, wie das Modell exportiert werden soll und da beim Datenkonvertierung die Komponentenparameter, die sind diese Einstellung, wo der Häkchen drin ist und hier schreiben wir alle Werte raus, also nicht nur Eigenschaftenwerte, sondern die Mengen auch, worüber wir vorhin gesprochen haben. Das ist eingestellt und dadurch ist es sichergestellt, dass das auch in die IFC-Datei reingeschrieben wird. Wie gesagt, wir haben auch standardmäßig in unseren Vorlagendatei einen Wechselübersetzer und
diese Übersetzer stimmen wir auch ab. Deswegen ist es auch empfohlen, die Übersetzer immer aus der neuesten Version zu nehmen, weil auf der einen Seite, auf der anderen Seite, das heißt auf Bexel-Seite, auf Eichert-Seite, gibt es auch eine Weiterentwicklung und das stimmen wir auch ab und entsprechend ändern wir eventuell auch was bei den IFC-Übersetzern. Wir haben jetzt gesehen, wir haben eine Modellierungsrichtlinie. Anhand der Modellierungsrichtlinie, wenn wir unser Modell aufbauen, dann haben wir ein gutes Modell in Archicad und dann müssen wir dieses Modell nur noch exportieren. Wir haben zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, einfach auf Sichern Alt zu gehen und eine IFC-Datei auszuwählen und sagen, ich nutze meinen Bexel-Übersetzer und exportiere ich mein Modell. Oder die bessere Möglichkeit ist, ein Publisher-Set zu nutzen, wo ich mein Modell filtern kann, wenn ich hier auf den Ausschnitt gehe, dann sehe ich auch mein Modell, was ich wahrscheinlich exportieren würde. Oder ich kann es auch nochmal anpassen, dass ich eine andere Ebene-Kombination nutzen würde. Und dann kann man auf Publizieren gehen und so exportieren. Und jetzt können wir anschauen, wie es in Bexel aussieht. Wir haben im Grunde unser Modell exportiert. Das haben wir natürlich schon vorab geschickt, dass wir damit hier die Zeit nicht verbringen müssen. Danke. Also hier ist das Demo-Modell von Archicad. Als Sie sehen, haben wir hier Bexel Manager. Benze hat über IFC-Dateien gesprochen und Bexel Manager ist eigentlich ein BIM-Management-Tool. Das bedeutet, dass Sie können verschiedenen IFC-Dateien in Bexel Manager importieren und dann erstellen Sie ein föderiertes BIM-Modell in Bexel Manager. Zum Beispiel, dieses Demo-Modell hat, einen Moment bitte, vier verschiedene Quellen und Sie können jenige Quelle analysieren. Wie machen wir das? So, dass wir ein neues Projekt erstellen. Wir definieren Namen, wir definieren den Projekt, der Version und dann auswählen wir IFC-Dateien. Föderiertes BIM-Modell kann auch in Bexel Manager über 300 verschiedenen Quellen haben. Wenn wir ein 3D-BIM-Modell in Bexel Manager importieren, möchten wir sehen, wie gut die Qualität ist. Und das ist der Grundlage für die Erstellung von einem 4D- und 5D-BIM-Modell und auch ein 6D-BIM-Modell. Also Sie können nicht in Bexel Manager die Geometrie verändern, aber Sie können auf der Grundlage von einem 3D-BIM-Modell ein 4D-BIM-Modell erstellen, so dass Sie, als Sie schon wissen, den Zeitplan mit dem BIM-Modell verknüpfen. Sie können auch ein 5D-BIM-Modell erstellen, sodass Sie Kostendaten mit dem BIM-Modell verknüpfen und dann können Sie auch ein 6D-BIM-Modell erstellen. Heute möchten wir ein intelligentes Planprozess in Bexel Manager zeigen, wo wir automatisch ein 4D- und 5D-BIM-Modell auf der Grundlage von Zonen und Methodologien erstellen. Als ich schon gesagt habe, zuerst erstellen wir ein 3D-BIM-Modell, sodass wir verschiedene IFC-Dateien in Bexel Manager importieren und dann möchten wir sehen eigentlich, wie gut dieses 3D-BIM-Modell ist, sodass wir analysieren verschiedenen Eigenschaften, dass dieses
BIM-Modell oder verschiedenen Gruppen von BIM-Elementen haben. Und dann möchten wir auch analysieren die Geometrie von diesem BIM-Modell. Also für uns ist es sehr wichtig, dass alle BIM-Elemente in den richtigen Stockwerk sind. Benze hat auch über das Thema gesprochen. Und jetzt können Sie sehen eigentlich, wie dieses BIM-Modell unterteilt ist. Und manchmal ist das Problem, dass die BIM-Elemente nicht in den richtigen Werkstockgeschoss sind. Und das kann man auch in Bexel Manager verändern, so dass Sie den Tool räumliche Struktur bearbeiten benutzen. Dann können Sie zum Beispiel mehrere Elemente in den richtigen Geschoss hinzufügen. Dann haben wir auch eine Option, dass wir ein Modul, das wir Kollisionerkennung genannt haben. Hier können wir auch die Geometrie analysieren, sodass wir sehen, wie viele Kollisionen haben wir in den BIM-Modell. Wenn wir den 3D-BIM-Modell analysiert haben, dann können wir eigentlich mit dem mit die Erstellung von 4D und 5D BIM-Modell beginnen. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, dass wir einen Zeitplan, das wir schon in Primavera oder MS Project gemacht haben, importieren in Bexel Manager als ein XML-Datei. Und dann müssen wir manuell Aktivitäten von dem Zeitplan mit Gruppen von BIM-Elementen verknüpfen. Oder die andere Möglichkeit ist, dass wir definieren Zonen und Methodologien. Und auf der Grundlage von diesen Zonen und Methodologien erstellen wir automatisch einen Zeitplan in Bexel Manager. Zonen definieren, wo die Aktivitäten von dem Zeitplan durchgeführt werden, und Methodologien definieren die Beziehungen von Aktivitäten und die Aktivitäten. Also was wird durchgeführt? Und Zonen zeigen uns, wo wird das durchgeführt. Und jetzt möchte ich eigentlich zeigen, wie wir das machen, nur für strukturelle Arbeiten. Also zuerst müssen wir verschiedenen Auswahlsätzen erstellen. Und das sind sogenannte Arbeitsgruppen. Auswahlsätzen sind eigentlich Gruppen von BIM-Elementen, das wir erstellen, so dass wir vorher eine Gruppe von BIM-Elementen manuell auswählen, oder wir können auch Auswahlsätzen erstellen auf der Grundlage von definierten Regeln. Dann haben wir dann diese Auswahlsätze, nennen wir intelligenten Auswahlsätze, und wenn wir ein BIM-Modell aktualisieren, dann werden auch automatisch neue Elemente mit diesen intelligenten Auswahlsätzen auch verknüpft. Also wir möchten einen Zeitplan nur für strukturelle Arbeiten machen, aber in den ersten Schritt haben wir die ganze, Auswahlsätze für Arbeitsgruppen gemacht. Und jetzt werden wir eigentlich eine Mengenermittlung erstellen. Mengenermittlung
brauchen wir, benutzen wir in Bexel Manager für die Quantifikation von BIM-Elementen und auch für die Struktur für die Klassifikation. Also, wenn wir zum Beispiel Eigenschaften haben wie Volumen und so weiter, können wir auch Quantifikation für verschiedenen BIM-Elementen machen. Aber in diesem Fall möchte ich eine Mengenermittlung erstellen, so dass wir dieses Struktur für die Klassifikation benutzen. Ich möchte alles aufzeigen und dann aktivieren wir den Modul Mengenermittlung. Dann wählen wir aus ausgewählten Elementen und jetzt definieren wir den Namen und mit heutigen Datum. Und dann müssen wir definieren verschiedene Regeln. Zuerst werden wir alle BIM-Elemente nach Auswahl setzen. Ordnen. Und dann definieren wir den ersten Regel. Also wir möchten die Elemente nach Kategorien teilen. Dann nach Familien. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, auch Mengen hinzufügen, zum Beispiel, als ich schon gesagt habe, Länge und Volumen. Aber in diesem Fall werden wir nur diese Möglichkeit auswählen, Anzahl hinzufügen. Das bedeutet, dass diese Mengenermittlung eigentlich alle BIM-Elementen zahlt. Also jetzt haben wir auch diese, einen Moment, einzeigen alle. Also jetzt haben wir auch diese Struktur, aber ich sehe hier, wir haben nicht alle Kategorien. Wir haben hier einen Moment bitte. Ja, wir müssen alle Kategorien haben. Das Prozess war nicht gut gemacht. Ja, einen Moment, ich möchte alles anzeigen und jetzt werde ich eine neue Mengenermittlung machen. Ich möchte mich entschuldigen für das. Also, hier haben wir Auswahlinformationen. Hier können Sie auch sehen nach Kategorien und nach Familien und auch nach Raum, welche BIM-Elemente haben wir ausgewählt. Jetzt werden wir eine neue Mengenermittlung erstellen. Okay. Okay, und jetzt haben wir alle Kategorien für strukturelle Arbeiten auch in den Struktur. Okay,
Jetzt gehen wir an den nächsten Schritt. Das ist die Erstellung von einer neuen Klassifikation. Also dieses Modul Kosteneditor benutzen wir, so als ich schon gesagt habe, für eine Erstellung von einer Klassifikation. Und diese Klassifikation ist eigentlich dann automatisch mit dem BIM-Modell verknüpft. Oder wir können auch eine Klassifikation als Excel-Datei in Bexel Manager importieren. Und dann können wir auch diese Klassifikation mit dem BIM-Modell manuell verknüpfen. Also das ist der Unterschied. Wenn wir eine Klassifikation auf der Grundlage von dem BIM-Modell erstellen in Bexel Manager, ist es automatisch mit dem BIM-Modell verknüpft. Wenn wir eine Klassifikation im Bexel Manager importieren, dann müssen wir manuell dieses Excel-Datei mit dem BIM-Modell verknüpfen. Jetzt möchten wir zuerst eine neue Klassifikation definieren. Mit heutigem Datum. Und dann benutzen wir diese Möglichkeit, Erstellung Assistent, und wählen die Möglichkeit aus Mengenermittlung. Ein Moment bitte. Jetzt wählen wir die Mengenermittlung, das wir vorher erstellt haben. Und dann klicken wir an den Knopf OK. Jetzt sehen Sie diese Klassifikation. Es hat noch nicht keine Kosten, aber Sie sehen hier in den Elementabfragen, dass alle Kostpositionen mit dem BIM-Element schon verknüpft sind. Und jetzt können Sie das auch exportieren als zum Beispiel Excel-Datei. Und dann können Sie diese Klassifikation in den Excel bearbeiten und nachher zurück zum Bexel Manager importieren. Jedes Klassifikation müssen wir auch, also jetzt haben wir alle Kostenpositionen, die automatisch zuordnen mit einer neuen Kostversion. Und jetzt haben wir auch eine neue Kostversion. Wir können auch mehrere Kostenversionen in Bexel Manager haben. Diese Version hat keine Kosten, aber wir haben auch zum Beispiel diese Version oder diese. Also Sie sehen, dass die Kosten mit dem BIM-Modell verknüpft sind und wir haben mehrere Möglichkeiten. Also jetzt gehen wir zum Kosteneditor. Und als wir die Klassifikation erstellt haben, können wir zum Zeitplan gehen. Und warum müssen wir diesen Prozess so durchstellen? Weil die Methodologien mit Klassifizierung auch verbunden sind. Ein Moment bitte. Okay. Also jetzt gehen wir zu dem Modul Zeitplan. Zuerst werden wir definieren Zonen. Dieses BIM-Modell ist nicht so groß, darum wird es nur eine Zone sein bei Geschossen. Wie machen wir das?
so dass wir definieren eine neue Zone. Und dann definieren wir, was wird in dieser Zone. Wir wählen Baugeschosse. Das vorher in dem BIM Authoring Tool erstellt waren. Und jetzt haben wir auch alle Zonenpositionen. Und dann müssen wir auch die Beziehungen erstellen. Als wir das gemacht haben, müssen wir auch definieren, diese Option, das ist konstruktiv. Das bedeutet, dass wenn wir mit Arbeiten in Kellergeschoss, als wir das, als dass die Arbeiten in Erdgeschoss beginnen, wenn alles in Kellergeschoss schon gemacht war. Okay. Also die Beziehungen können sein beenden Start oder Start Start beenden so weiter, aber hier werden alle Beziehungen beenden Start Typ sein. Okay, jetzt möchten wir diese Zone auch speichern und schließen und dann gehen wir zu Methodologie Editor. Jetzt definieren wir, welche Aktivitäten werden in Zeitplan sein und diese Methodologie wird nur für strukturelle Arbeiten. Darum ist es eigentlich sehr einfach und wir benutzen für die Methodologie Positionen die Klassifikation, das wir vorher erstellt haben. Zum Beispiel hier werden wir die erste Methodologieposition wird für Isolierungen und wir können eine einzelne Methodologieposition erstellen und dann werden wir auch alle anderen Positionen erstellen. Aber nur für strukturelle Arbeiten. Jetzt können wir eigentlich auch die Beziehungen definieren und wie die Aktivitäten erstellt im Zeitplan werden. Hier benutzen wir die Möglichkeit in Kinder kopieren. Das bedeutet, dass diese Methodologie für jedes Geschoss das gleich ist. Und dann müssen wir auch diese Beziehungen definieren als Start. Und dann haben wir auch noch zwei Beziehungen hier. Und das ist eigentlich alles. Also das ist eine sehr, sehr einfache Methodologie für unseres Zeitplan nur für die strukturelle Arbeiten. Und jetzt können wir auch zum Beispiel eine Methodologie, das sehr komplex ist, können wir jederzeit von Bexel Manager exportieren und benutzen von einem anderen Projekt. Okay, jetzt werde ich das speichern und schließen. Dann gehen wir auf die Vorlage und wir benutzen jetzt die Methodologie, das wir erstellt haben und auch die Zonen. Okay, jetzt haben wir die Vorlage und wir haben auch die Zonen und Methodologien.
Auf der Grundlage von die Vorlage kreieren wir ein neues Zeitplan. Wenn etwas nicht gut definiert ist, dann können wir jedes Mal Zonen und Methodologien bearbeiten. Und den Zeitplan auch aktualisieren oder wir machen eigentlich ein neues Zeitplan. Also jetzt haben wir ein neues Zeitplan erstellt. Als ich schon gesagt habe, wir können auch im Wechselmanager einen Zeitplan von Primavera oder MS Project oder so weiter importieren, aber wir müssen dann manuell jede Aktivität mit Gruppen von BIM-Elementen verknüpfen. Also wenn wir einen Zeitplan in Wechsel Manager erstellen, dann ist diese Verbindung automatisch. Okay. Und jetzt sehen Sie ein sehr einfaches Zeitplan für unsere strukturelle Arbeiten. Hier sind die Beziehungen und auch die Aktivitäten. Dieses Zeitplan ist automatisch mit dem BIM-Modell verknüpft. So sehen wir das. Also wenn wir zum Beispiel ein Element auswählen, dann klicken wir diese Option Aufgaben mit Elementen finden und Sie können sehen, welche Aktivität ist mit dieser Wand verknüpft und Sie können auch eine Aktivität von dem Zeitplan auswählen und dann sehen Sie, welche Elemente sind mit dieser Aktivität verknüpft. Und jetzt möchten wir auch sehen, wie diese Simulation von dem Zeitplan, für der Zeitplan aussieht. Das machen wir in dem Modul Zeitplan Animation und wir aktivieren den Zeitplan Viewer. Und jetzt werden wir das auch sehen. Aha. Einen Moment. Also hier haben wir mehrere Möglichkeiten für die Animation. Ich möchte, dass Aktivitäten bei Stunden in den Animationen sich zeigen. Und dann können wir auch zum Beispiel Animationen in den Szenen und Animationen erstellen und wir können das auch für die Animation von dem Zeitplan benutzen. Also als ich schon gesagt habe, das wird die Animation nur für strukturelle Arbeiten, aber natürlich, wenn wir Zeit haben, können wir sehr, sehr komplexe Zeitpläne im Wechsel Manager erstellen. Aber wenn wir den intelligenten Planungsprozess benutzen, ist das eigentlich sehr einfach und sehr schnell. Zum Beispiel hier haben wir eine Methodologie für den ganzen Projekt erstellt. Und Sie sehen, es ist eigentlich ein bisschen komplexer. Es hat 34 Methodologiepositionen und 44 Beziehungen. Und wie aussieht dieses Zeitplan? Wenn wir den Zeitplan Editor aktivieren, können wir auch dieses Zeitplan zeigen. Und wir haben diese Option, dass wir den Zeitplan in Gantt oder Line of Balance schauen. Und hier ist es sehr wichtig, weil wir können analysieren, ob zwei Aktivitäten
Einraum planiert sind. Und das ist eigentlich sehr wichtig. Zu jeder Zeit. Also dann gehen wir zum Zeitplan Animation. Wir aktualisieren die Animation und jetzt werden Sie sehen, wie eine Animation von einem komplexer Zeitplan aussieht. Dieses Zeitplan können Sie auch in exportieren und dann nachher auch importieren in Bexel Manager. Sie können auch zwei verschiedene Zeitplanen erstellen in Bexel Manager und dann sehen Sie, dann können Sie eine Komparation machen und eigentlich Sie können auch analysieren Kosten. Also hier sehen Sie, dass dieses Zeitplan mit Kosten verknüpft ist und hier können Sie auch die Kosteninformationen sehen. Also das ist eigentlich alles für jetzt. Was ich ganz interessant finde, ist dieses diese Knoten miteinander zu verknüpfen und dann zu sagen, wie welches Ding kommt wann. Also es ist eine ganz andere Art als jetzt klassischerweise in den klassischen Gantt-Charts. Ich finde es einen schönen Ansatz, das so zu machen. Das haben wir schon an verschiedenen Projekten implementiert und es klappt sehr, sehr gut. Weil wir haben insgesamt im Bexel Manager einen anderen Ansatz als jetzt in den klassischen AFA-Programmen. Das ist natürlich hier kein klassisch deutsches, österreichisches AFA-Programm, sondern wir haben natürlich eine etwas andere Zielgruppe. Nicht das Klasse, nur das Architekturbüro, sondern auch durchaus ein Bauunternehmen. Das ist korrekt, ja. Dann würde ich sagen, wir bedanken uns bei Amela und bei Ivana für die gute Demo. Schließen das Webinar und bedanken uns auch für Ihre Aufmerksamkeit, selbstverständlich. Vielen Dank. Danke. Und hoffen, dass wir Sie bald wiedersehen.